Hallo! In diesem Screencast möchte ich einen weiteren Videofilter vorstellen von FFmpeg, und zwar den Videofilter Show Info. Show Info zeigt bei jedem Frame, das umgewandelt wird, weitere Informationen an. Und das geht wie folgt: Ich bin im Verzeichnis Videos, habe hier ein Video und ein Bild. Ich öffne ein Terminal, wechsle ins Verzeichnis Videos mit CD-Leerzeichen Videos. Okay, und jetzt gebe ich ein FFmpeg, das ist das eigentliche Tool, Leerzeichen minus i für die Input-Videodatei. Das ist hier a.ogv, Leerzeichen minus vf. So bestimmt man den Videofilter, Leerzeichen in Anführungszeichen show info. So heißt der Videofilter. Leerzeichen und jetzt die Ergebnisdatei. Die soll heißen b.webm. So werden weitere Informationen zu jedem Frame angezeigt. Zum Beispiel, welches Frame ist das? An welchem Zeitpunkt? Was für ein Pixelformat ist es? Welche Größe hat das Frame, was für ein Typ von Frame ist das und so weiter und so fort. Ciao und viel Glück.